das ist Nils. Er fragt sich, woher kommt eigentlich das Sprichwort Geld stinkt nicht? Der Spruch geht auf die alten Römer zurück. Damals wurden auf den Straßen Latrinen aufgestellt, um Urin für die Ledergerbung und die Wäschereien zu sammeln. Um seine leeren Staatskassen zu füllen, erhob Kaiser Vespasian eine Latrinensteuer. Gegenüber seinem Sohn Titus rechtfertigte er die Einnahmen damit, dass das Geld ja wohl nicht stinke. Nils findet aber, dass Münzen sehr wohl einen typischen Geruch haben. Der stammt aber nicht etwa vom Metall, sondern vom Schweiß der Nutzer. Sollten Nils Scheine doch mal schmutzig werden, keine Angst. Von den Keimen auf den Geldscheinen geht keine relevante Gesundheitsgefahr aus. Die Bundesbank überprüft übrigens regelmäßig die Qualität der Banknoten und vernichtet solche, die nicht mehr benutzt werden können.